machen jetzt mit einem neuen Thema weiter. Und zwar das Berechnen von Extrempunkten. Dafür wiederholen wir nochmal, was diese sind und gucken uns dann deren Berechnung an. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Und dann gibt es noch Übungsaufgaben dazu. Also, Extreme. Extreme sind Punkte, an denen sich das Monotonieverhalten ändert. Das haben wir schon mal so kennengelernt. So. Und bei einem Hochpunkt, wenn wir uns mal kurz überlegen, wie sieht ein Hochpunkt aus? Also ein Hochpunkt ist jetzt quasi so ein Punkt. Und da wechselt das Monotonieverhalten von steigend zu fallend. Von steigend zu fallend. So, umgekehrt ist es natürlich bei einem Tiefpunkt, wenn wir uns überlegen, wie ein Tiefpunkt aussieht. Also ein Tiefpunkt sieht wie folgt aus. Da wechselt es von fallend zu steigend. Und zwar, ihr wisst vielleicht noch, beim graphischen Ableiten hatten wir gesagt, dort wo vorher ein Extremer war, wird dann in der ersten Ableitung eine Nullstelle. Das sehen wir hier auch schön, ne? Hier ist die Funktion und die erste Ableitung. Also hier, wo vorher ein Extremer war, ist dann eine Nullstelle. Und das nutzen wir jetzt aus beim Berechnen. Und zwar, wir bilden die erste Ableitung und bestimmen davon die Nullstelle. Also wir setzen die Funktion f' von x ist gleich 0. f' von x ist gleich 0. Dabei erhalten wir ein Ergebnis, eine sogenannte mögliche Extremstelle. Eine Extremstelle. Wir müssen jetzt im zweiten Schritt natürlich überprüfen, mithilfe der zweiten Ableitung, ob diese Extremstelle auch wirklich eine Extremstelle ist. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder es kommt raus, der Wert, die Funktion an der Stelle, an dieser Extremstelle ist entweder größer 0, dann wissen wir, okay, es handelt sich dabei um einen Tiefpunkt. Ist die Funktion an der Extremstelle, also die zweite Ableitung an der Extremstelle, kleiner 0, dann wissen wir, es ist ein Hochpunkt. Und ist die Funktion an der Stelle, an der Extremstelle 0, dann können wir keine Aussage treffen. Das können wir dann vielleicht nächste Woche, wenn wir noch was Neues gelernt haben, können wir dann diesbezüglich vielleicht eine Aussage treffen. So, okay, also das sind die drei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt aber raus haben, okay, es ist eine Extremstelle, dann bleibt uns noch übrig, die y-Koordinate des Extrempunktes zu bestimmen, indem wir sagen, okay, der Extrempunkt hat die Koordinaten xe, und unsere Ausgangsfunktion an der Stelle, an dieser Extremstelle. Das macht ihr jetzt super mit hier. So. Okay, schauen wir uns das mal an zwei Beispielen an und dann üben wir das noch an weiteren Beispielen. Also, und zwar, wir haben zwei Funktionen, f und g. Die Funktion f besitzt einen Hochpunkt. Ein Hochpunkt, ja, mit Koordinaten kann man ablesen, 2 und 2.
Und die Funktion g besitzt einen Tiefpunkt bei minus 2. Und minus 1. So. Okay. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen, bilden die erste Ableitung von dieser Funktion. Also f' von x ist gleich minus 2x plus 4. Und dann setzen wir das Ganze 0. Also 0 ist gleich minus 2x plus 4. Wir ziehen die minus 4 rüber. Und dividieren durch minus 2. Und erhalten somit die Extremstelle xe ist gleich 2. So. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt müssen wir überprüfen, mit Hilfe mit der zweiten Ableitung, ist es denn wirklich ein Extremer? Also die zweite Ableitung, also f'2' von x. Lautet, dann leiten wir wieder diese Funktion ab, ist gleich minus 2. Wenn ich jetzt in diese zweite Ableitung die Extremstelle, die 2, einsetze, dann setze ich die 2 überall dort ein, wo ein x steht. Hier steht aber kein x, also ist das minus 2. Das ist kleiner 0. Demzufolge ist es ein Hochpunkt. Ein Hochpunkt h. Und dann müssen wir noch die Koordinaten des Hochpunktes bestimmen. Also h ist gleich 2 und die Funktion f an der Stelle 2. Und f an der Stelle 2 ist gleich minus 2 hoch 2 plus 4 mal 2 minus 2. Und das ist gleich 2 und somit hat der Hochpunkt die Koordinaten, die wir auch schon ablesen konnten, 2 und 2. Fertig. Also das ist gar nicht so schwer. Gut, dann schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Und zwar die Funktion g. Die erste Ableitung der Funktion g, also g' von x ist gleich 2x plus 4. Diese setzen wir jetzt 0, also g' von x ist gleich 0, demzufolge ist 0 ist gleich 2x plus 4. Wir rechnen minus 4, ich mache es gleich in einem Wisch, durch 2 und dann sind wir bei xe ist gleich minus 2, die Extremstelle, die potenzielle. Jetzt müssen wir noch überprüfen mit der zweiten Ableitung, ob es auch wirklich eine Extremstelle ist, indem wir sagen, okay, g2' von x, zweite Ableitung, ist 2. Wir setzen jetzt in diese zweite Ableitung die minus 2 ein, überall wo in der zweiten Ableitung x steht. Also, hier steht kein x, schreiben wir einfach nur die 2 ab. Das ist größer 0, demzufolge wir wissen, es ist ein Tiefpunkt und diese Extremstelle existiert. Dieser Tiefpunkt hat jetzt die Koordinaten minus 2 und die Funktion g an der Stelle minus 2. Die Funktion g an der Stelle minus 2 ist gleich, also minus 2 hoch 2 plus 4 mal minus 2 plus 3. Und g an der Stelle minus 2 ist, das ist 4 minus 8, sind wir bei minus 4, minus 4 plus 3, das sind wir bei minus 1. Demzufolge hat der Tiefpunkt die Koordinaten minus 2 und minus 1. Fertig. Ja, also das ist immer dieses Vorgehen dieser drei Stellen. Erstens, also die Nullstellen der ersten Ableitung bestimmt, das sind die potenziellen Extremstellen. Dann überprüfen mit der zweiten Ableitung, ob es auch ein Extrempunkt ist und wenn ja, was für ein Extrempunkt. Und dann drittens, die
Y-Koordinate bestimmen. Wir schauen uns das jetzt bei weiteren Beispielen an. Und zwar also Beispiel 1, Beispiel A. Die Funktion, die schreiben wir uns erstmal um. Also f von x ist gleich, wenn ich das auflöse, ist es minus 1 Achtel x hoch 4 plus 3 halbe x hoch 3 minus 6x Quadrat plus 8x. So, also. Jetzt bilden wir erstmal davon, schreibe ich vielleicht hierhin die Ableitungen, die ersten zwei. Also f' von x ist gleich minus 1 halb x hoch 3 plus 9 halbe x Quadrat minus 6x plus 8. Die zweite Ableitung ist minus 3 halbe x hoch 2 plus 9x minus 6. Die brauchen wir. Als erstes setzen wir die erste Ableitung 0. Also 0 ist gleich minus 1 halb x hoch 3 plus 9 halb x Quadrat minus 6x plus 8. So, das können wir jetzt aber nicht per Hand lösen. Dafür brauchen wir den Taschenrechner. Also Taschenrechner, Solve. Und da geben wir das mal in den Taschenrechner ein. Also, und zwar Keyword Solve 0 ist gleich minus 0,5 x hoch 3 plus 4,5 x hoch 2 minus 6 x plus 8. Das Ganze mit x bestätigen und ich habe einen Schreibfehler drin, weil sonst würde was Schönes rauskommen. Na, was habe ich denn hier falsch gemacht? Hier, ich habe falsch differenziert. Achtung. Ich habe falsch differenziert. Hier muss minus 12x hin. Ach, Frau Winkler. Frau Harlang. Entschuldigt bitte. Eigentlich sollen ja schöne Werte rauskommen. Ne? Da sieht man mal, wie schnell man so einen Fehler macht. So, ein Taschenrechner. Also hier. Ja, jetzt kommen schöne Werte raus. Genau. Also, xe1. Also potenziell ist 1 und xe2 ist gleich 4. Also das bedeutet, hier erkennen wir auch ein Extremer, einen Hochpunkt. Hier soll angeblich auch ein Extremer sein, das überprüfen wir jetzt aber. Zweitens. Jetzt brauchen wir die zweite Ableitung. Also wir setzen jetzt in die zweite Ableitung die 1 ein. Also von 1 und das ist minus 3 halbe mal 1 ins Quadrat plus 9 minus 12. Und wenn wir das ausrechnen, ist das... Also 1, das sind minus 3 halbe, ja, also minus 1,5 plus 9, da sind wir bei 7,5, 7,5 minus 12, da sind wir insgesamt bei minus 4,5. Minus 4,5, jetzt, warum schreibe ich denn jetzt minus 4 Fünftel? Minus 4,5, ja, das ist kleiner 0, demzufolge haben wir einen Hochpunkt, das was wir auch hier sehen. Jetzt überprüfen wir die zweite Extremstelle, die 4, also minus 3 halbe mal 4 ins Quadrat plus 9 mal 4 minus 12. So, das bedeutet kein Extremer. An der Stelle 4 haben wir kein Extremer. Das ist was anderes, das schauen wir uns aber das nächste Mal an. Demzufolge haben wir nur eine Extremstelle, und zwar diese hier. Und wir haben schon herausgefunden, dass es ein Hochpunkt ist an der Stelle 1 mit dem y-Wert f an der Stelle 1. Und die Funktion an der Stelle 1 hat den Funktionswert, wenn wir das eingeben, müssten das 27 Achtel sein, ja.
Und damit haben wir einen Hochpunkt mit den Koordinaten 1 und 27 Achtel. Fertig. So, das zweite Beispiel. Und zwar das zweite Beispiel. Wir lösen erstmal hier die Klammer auf, dass wir dann schön die Ableitungen bilden können. Also f von x ist gleich 1 Fünftel x hoch 5 plus x hoch 4 plus x hoch 3 minus 1 Fünftel. Die erste Ableitung dazu ist dann x hoch 4 plus 4x hoch 3 plus 3x hoch 2 minus 0. Das fällt weg, also plus nichts. Gut. Die zweite Ableitung, die brauchen wir auch. Also f2' von x ist gleich 4x hoch 3 plus 12x hoch 2 plus 6x. Okay, als erstes, wir setzen die erste Ableitung 0. F' von x ist gleich 0 und 0 ist gleich x hoch 4 plus 4x hoch 3 plus 3x hoch 2. Das können wir sogar berechnen. 0 ist gleich x Quadrat. Wir erkennen kein Absolutglied, wir können die höchste Potenz ausklammern, die ist x Quadrat. X Quadrat plus 4x plus 3. Dann wenden wir den Satz vom Nullprodukt an und wissen, okay, x1,2 ist gleich 0. Ja, hier fehlt das E, es sind ja potenzielle Extremstellen. Und dann 0 ist gleich x Quadrat plus 4x plus 3. Ja, dann können wir jetzt hier weiterrechnen mit der PQ-Formel. Also xe 3, 4 ist gleich minus 2 plus minus die Wurzel aus. Minus 2 ins Quadrat ist 4 minus 3. Ja, das ist 1. Also ist xe 3 minus 2 plus 1 und das ist minus 1. Und xe 4 ist gleich minus 2 minus 1 und das ist minus 3. Und wir sehen auch hier einen Hochpunkt und hier bei der minus 1 ein Tiefpunkt. Also das sollte passen. Und hier an der Stelle 0, das sieht man, das müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ob das was ist. Okay, jetzt überprüfen wir die Funktion. Also zweitens, also die zweite Ableitung an der Stelle 0. So, setzen wir jetzt in diese zweite Ableitung eine 0 ein. Sehen wir hier überall ein x drin, dass hier 0 entsteht. Daraus folgt, dass das kein Extrema ist. So, kein Extrema. Die weiteren Extremstellen. Wir setzen die minus 1 in die zweite Ableitung ein. Also 4 mal minus 1 hoch 3 plus 12 mal minus 1 hoch 2 plus 6 mal minus 1. Und das ergibt insgesamt einen Wert von plus 2, das ist größer 0. Demzufolge haben wir einen Tiefpunkt. Ja, die Koordinaten des Tiefpunktes berechne ich gleich mal hier drüben. Also die x-Koordinate ist die minus 1 und wir brauchen noch die Funktion an der Stelle minus 1. Ja, und die Funktion an der Stelle minus 1 hat den Wert, also wenn wir das hier oben einsetzen, und zwar ist das dann 1 Fünftel minus 1 hoch 5 plus minus 1 hoch 4 plus minus 1 hoch 3 minus 1 Fünftel. Also minus 1 Fünftel hoch 5 ist minus 1, also sind wir hier bei minus 1 Fünftel. Das wird plus 1, das wird minus 1, die heben sich auf. Und dann haben wir insgesamt einen Wert von minus 2 Fünfteln. Das bedeutet, der Tiefpunkt hat die Koordinaten minus 1 und minus 2 Fünftel. Fertig. So, die nächste Extremstelle ist die Extremstelle minus 2, die potenzielle. Wir gucken mal, was das ist. Also wir setzen jetzt ein 4 mal minus 3 hoch 3 plus 12 mal minus 3 hoch 2 plus 6 mal minus 3.